Sirus, nächste Runde habt ihr euch heute hier erspielt. Was sagst du zum Spielverlauf? Ja, zunächst, wir wussten natürlich, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir haben in der letzten Runde hier zweimal verloren. Spielverlauf war eigentlich, dass wir die ersten 20 Minuten überstehen mussten. Da hat Kirchfeld, denke ich, mehr Ballbesitz gehabt, mehr vom Spiel gehabt. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen, dann konnten wir unser Spiel durchdringen, hatten wir mehr Ballkontakte, mehr Ballbesitz und mehr Geduld vor allem und dadurch dann auch die Torchancen. Zweite Halbzeit war auch klar, dass dann die wieder drücken wollen, dass es 1-1 machen wollen. Die 10, 15 Minuten Pressingphase haben wir dann auch überstanden und dann Gott sei Dank auch das zweite Tor nachgelegt und dann war auch Schluss. Also dann denke ich, war das auch zu heute das Spiel. Es gab zwei rote bzw. gelb-rote Karten. Wie hast du sie erlebt und haben sie das Spiel stark beeinflusst, wie sich so ist? Ich denke, Karten tun immer das Spiel beeinflussen. Die erste Szene konnte ich von meinem Standpunkt überhaupt nicht beurteilen. Weiß ich nicht, was da war. Von daher kann ich nichts sagen. Zweite war ein Foul in der Mittellinie. Der Mitch hat schon gelb. Ärgerlich. Ich meine, man muss nicht unbedingt nochmal gelb zeigen da, aber ja, ich denke dann zu 10, also 10 gegen 10 hat sich dann ausgeglichen und war dann auch nicht spielentscheidend. Ihr befindet euch nach wie vor in der Vorbereitung. Wie läuft sie? Wir sind sehr zufrieden, auch wenn noch einige Spieler fehlen. Die Mannschaft ist breit aufgestellt. Wir haben bis jetzt auch von den Ergebnissen her, denke ich, gute Ergebnisse gezeigt. Jetzt gilt es einfach da auch in den nächsten zwei Wochen nochmal weiter Gas zu geben und dann auch gut in die Runde zu starten. Aber insgesamt bis jetzt sind wir zufrieden, auch wenn noch einige Spieler fehlen. Als Aufsteiger, was habt ihr euch da in der Runde, jetzt, die jetzt kommt, vorgenommen? Ja, ich glaube, wir sind die absoluten Exoten in der Verbandsliga. Das erste Mal, dass der Verein überhaupt in der Verbandsliga spielt. Wir wissen, dass jedes Spiel schwierig wird. Jedes Spiel wird ein kleines Endspiel für uns. Wir müssen Punkte sammeln, dass wir so schnell wie möglich nicht unten, nach unten gucken müssen. Ziel, haben wir gesagt, ist jetzt erstmal das gesicherte Mittelfeld. Aber ich denke, vom Potenzial her und von der Mannschaft her wollen wir einfach die Liga genießen und es jedem Gegner schwer machen. Sirus, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke, vielen Dank.